Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich willkommen. Wieder ein kleines Opening. Schalten wir mal fix rüber zu dieser Kamera. Da haben wir die Mortipod V Collection. Hinten einen schönen Text. Ja, wenn ihr wollt, immer rein. Aber wir gucken doch einfach mal rein. Denn das ist immer noch der leichteste Weg rauszufinden, was da wirklich drin ist. Alter Leute, das ist aber Todeskleber auf Doom. Oh, wir haben, Alter, geil, zweimal Clash der Rebellen. Dieses Booster habe ich noch gar nicht geöffnet. Habe ich noch nicht eine einzige Karte von. Das ist Schild und Schwert 2. Okay, Stunde der Wächter. Wer Sonntag dabei war, der wird wissen, jede Karte aus diesem Set ist bereits in meinem Besitz. Und Welten im Wandel, da gibt es noch die ein oder andere und vor allem auch viele Reverses, die ich noch nicht habe. Dann bitteschön hier für euch der Code. Ich brauche es nicht, ich löse es nicht ein. Sollte es schon eingelöst sein, ja Leute, dann wart ihr mal nicht schnell genug. Glocke und ein Abo und das Problem könnte gelöst sein. Wir gucken uns das erste natürlich auch den Namensgeber dieser Kollektion an, Mortipod. Ja, es ist ein Geist in einer Teekanne. Aber das macht nichts. Promo 21, also ich hänge ganz schön hinterher. Ganz schön hinterher, das kann ich euch sagen. Und da ist sie natürlich nochmal in groß. Ja, ist jetzt... Okay, packen wir mal hier vorne, da kann es jeder sehen noch. Dann fangen wir mal an mit Stunde der Wächter. Fangen wir einfach damit an. Ja, der Code wieder für euch. 1, 2, 3, 4. Elektroenergie. Ah, naja. Nicht mal nah dran. Maho, Energieaufbereitung. Tentoxa, Miniras, Reislauf, Macholo, Weimar, Velusi, Alola Vulpix, Koriogel. Jawohl. Brauchen wir nicht drüber reden. Dann Welten im Wandel. Bitteschön. Elektroenergie. Ich bleib dabei. Ist es leider nicht. Tesurio. Kotel. Duflor. Flabebe. Semops. Natu. Mebrana. Miniras. Kandrak. Reverse Holoware. Zen. Long. Den werde ich haben, aber bei Tandrak bin ich mir nicht ganz sicher. Jetzt wird's interessant. Clash der Rebellen. Bin gespannt. Oh, auf jeden Fall ist schon mal ein Vulpix in dem Set. Ist das hier? Ha, dreimal Q. Schön. Sind wir denn hier auf einer Weide? Oh yeah! Elektroenergie. Meine Güte. Skaraborn. Geräumiger Eimer. Weil sieht jetzt nicht sonderlich groß aus. Turfields Stadion. Vulpix. Sehr süß. Hokumil. Teig-Pokémon. Denke ich mal. Galaporenta. Boah, böse. Krasser Typ. Gala Mauzi. Raupi. Ein Pipi in Reverse. Und ein Gala Mauzinger. Den gibt es auch in diesem Set in einer goldenen Variante. Oder war es im letzten? Ich bin bei Schild und Schwert nicht up to date. Ja, das müsst ihr mir verzeihen. Bitteschön. Komm. Elektro. Och, Leute. Oh. Ich habe sie gesehen. Da ist eine. Da ist eine gute Karte drin. Verfluchte Schaufel. Ist das die von Sankabu? Sankapu? Maskeregen? Duokles? Knapfel? Ein Apfel-Pokémon. Wir haben es alle gebraucht. Sehr schön. Gala Flampion. Skoppel aus Knete. Boah, nice. Der sieht schön aus. Noch ein Vulpix. Okay. Paragoni. Ein Shinux in Reverse. Und... Oh! Das ist eine Full Art. Das ist eine Full Art. Patinaraya V-Max. Junge, Junge, Junge. 340 dicke, fette KP. Was ich aber komisch finde, es ist dieses geriffelte Full Art Muster, aber es ist erst die 137 von 192. Gibt es jetzt auch schon geriffelte Karten vor den Full Arts? Weil eigentlich müsste das eine der letzten sein. Vielleicht haben sie ihre Sortierung geändert. Das weiß ich nicht. Kleines Anekdötchen. Vorhin habe ich mich mit einem Kumpel getroffen, der sagt, ich packe hier gleich so eine Pappkollektion aus. Er meinte, da ist was drin. Grüße an dich, du hattest recht. Eine saftig knaftige Full Art Patinaraya. Sehr schön. So kann man nochmal in ein neues Set starten. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Dann möchte ich jetzt aber hier das Video beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Vergesst Like und Abo nicht. Ist wichtig, vergesst das nicht. Und die Glocke. Wie viele Codes euch durch die Lappen gehen. Bis dahin und tschüss, Kinder!